Einen wunderschönen guten Tag, ganz herzlich willkommen alle zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid in unserem virtuellen Programm Untrennbar über unsere Beziehungen zum Ozean und der Natur. Heute haben wir unsere allererste Plenumsdiskussion, die wir veranstalten. Ich bin die Maike, ich bin die Gründerin von Ocean Now. Kurz zu mir, ich habe Ocean Now Mitte 2018 gegründet. Wir freuen uns sehr, jetzt dieses virtuelle Eventprogramm organisieren zu dürfen. Und heute widmen wir uns in unserer Diskussion dem Thema Mikroplastik, an dem wir ja auch schon länger arbeiten, seit anderthalb Jahren. Und zwar gehen wir der Fragestellung nach, ob Mikroplastik eine schleichende Gefahr ist oder Panikmache. Und ich bin heute euer Host. Ich habe noch zwei weitere Ocean Now-Teilnehmerinnen mit dabei, die Jacqueline und die Fiona. Die sind mit uns in dem Diskussionsraum. Ihr seid die Zuschauer heute, weil wir dieses Webinar-Format haben. Und die Fiona und Jacqueline werden die Q&A, also die Fragen, später koordinieren. Kurz technisch vorab, wir achten jetzt gerade darauf, dass alle Mikrofone stumm geschaltet sind, weil wir eine sehr große Gruppe sind. Und ja, das ist einfach, um die Hintergrundgeräusche zu vermeiden. Für die Q&A und die Fragen werden wir später so vorgehen: Wenn ihr Fragen habt, die aufkommen während des Gesprächs, in der Diskussion oder auch später, würden wir euch bitten, die in dem Chat zu stellen, und zwar folgendermaßen. Ihr habt unten das Chat-Symbol, da klickt ihr drauf und dann tut sich der Chat auf. Da gibt es ein blaues Dropdown. In dem Dropdown könnt ihr Diskussionsteilnehmer auswählen, das ist ganz wichtig. Und an die Diskussionsteilnehmer, das sind wir hier in diesem Diskussionsraum, könnt ihr dann eure Frage stellen. Es wird dann so sein, dass die Jacqueline und die Fiona die Fragen sammeln werden und wir werden die dann später gruppiert vorlesen. Genau. Ansonsten habe ich eigentlich nur noch einen Tipp. Vielleicht ist der relevant für ein, zwei von euch. Wir werden ja heute auch so über die Chancen sprechen, wie wir uns als Gesellschaft, was das Thema Mikroplastik angeht, weiterentwickeln können. Und sicherlich kommen da auch so ein, zwei Tipps dabei vor oder Namen, die fallen. Also falls ihr Papier und Stift da habt, vielleicht auch so ein kleiner Tipp, vielleicht möchtet ihr euch was notieren. Das hat sich als ganz positiv erwiesen in unseren letzten Events. Und vom Ablauf her ist es jetzt so, dass wir 45 Minuten lang die Diskussion haben werden und dann circa eine halbe Stunde die Fragen beantworten können. Wir werden relativ pünktlich um 14.15 Uhr aufhören. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Zeiteinteilung. Ja, dann möchte ich gerne starten mit der Vorstellung unserer Panel-Teilnehmer heute. Wir haben drei Teilnehmer, Teilnehmerinnen an Bord. Wir haben einmal die Regina Gnirs. Sie ist Head of Research bei den Berliner Wasserbetrieben. Die Berliner Wasserbetriebe sind eine kommunale Einrichtung, die für gute Trinkwasserqualität in Berlin sorgt. Und sie koordinieren die Arbeit, also angelehnt natürlich auch an Institute und öffentliche Einrichtungen, und forschen auch und beschäftigen sich natürlich auch dadurch mit dem Thema Mikroplastik. Dann haben wir Dr. Ruta Almedom von CodeCheck, Head of Science bei CodeCheck. CodeCheck ist auch so ein Partner von Ocean Now geworden. Also CodeCheck kennen vielleicht ein paar von euch. Es ist eine App, mit der man Produkte scannen kann, um herauszufinden, welche Inhaltsstoffe sie enthalten. Und Ruta ist mit an Bord, weil sie auch vor allem eben einen guten Einblick hat in die Perspektive der Konsumenten, was sich gerade so tut, wo sich da so die Trends auftun. Und dann haben wir als dritte Person den Dr. Lars Gutow dabei, freut mich auch sehr, vom Alfred-Wegener-Institut. Er ist Wissenschaftler und forscht seit Jahren im Bereich Mikroplastik. Und ja, es freut mich sehr, dass das geklappt hat, Lars. Und ja, er kann uns vor allem aus der wissenschaftlichen Perspektive berichten. Dann würde ich ja das Thema so ein bisschen so strukturieren. Also ich würde jetzt so mit Fragen anfangen für die einzelnen Teilnehmer an der Diskussion und danach würden wir in eine Diskussion einsteigen. Genau, so hatten wir uns das jetzt gedacht. Ja, das Thema Mikroplastik ist ja mittlerweile im Mainstream angekommen. Also wir wissen vor allem durch die letzten Medienwellen so zu dem Thema, dass Mikroplastik in der Atmosphäre überall vorhanden ist, dass wir als Mensch 5 Gramm Mikroplastik oder Plastik die Woche auch konsumieren. Das war eine Studie vom WWF, Stichwort Kreditkarte. Und wir beobachten da gleichzeitig eben auch, dass unsere Gesellschaft sich zwar bewegt, aber auch nicht wirklich schnell bewegt, was Mikroplastik oder die Vermeidung von Mikroplastik angeht.
betrifft, was natürlich verschiedene Gründe hat. Und heute wollen wir halt so ein bisschen schauen, okay, was tut sich denn eigentlich schon oder was können wir gemeinsam eigentlich tun bei dem Thema Mikroplastik, beziehungsweise ist es jetzt eigentlich auch wirklich eine gefährliche Geschichte oder ist es auch übertrieben? Auf welche Art und Weise kann man da so Perspektiven einnehmen? Und wie können wir als Mensch damit am besten umgehen? Und immer, also das Ziel von diesem Event heute ist auch so ein bisschen zu schauen, wie können wir eigentlich aus dem Event rausgehen, mit welchem Denken oder Handeln, was können wir mitnehmen, um für uns auch die Dinge besser zu gestalten im Alltag. So. Und was favorisieren wir eigentlich, welche Haltung haben wir? Dann ja, ist es jetzt so, dass wir vielleicht mal so einsteigen mit dem Thema Mikroplastik, was Kosmetik angeht. Also im Großen und Ganzen wissen wir, Mikroplastik hat diverse Quellen. Also Quelle Nummer 1 ist Reifenabrieb. Nummer 17 laut Fraunhofer-Institut wissen wir, ist Kosmetik eben die Quelle für Mikroplastik. Und da würde ich jetzt vielleicht mal anfangen mit dir, Ruta, und würde mal fragen, was habt ihr so beobachtet? Also wie reagieren eigentlich Konsumenten gerade auf das Thema? Und wo stehen wir da eigentlich auch, was die Forschung auf der Seite von CodeCheck angeht? Genau. So, ja, wie du ja schon gesagt hast, Mikroplastik ist tatsächlich bereits im Bewusstsein aller Verbraucherinnen und Verbraucher angekommen. Also diese Stoffgruppe ist weitestgehend bekannt. Allerdings gibt es wirklich ein sehr unterschiedliches Verständnis darüber, was damit gemeint ist und was darunter fällt. Und wir mit CodeCheck bieten ja eine App an, die nicht nur Inhaltsstoffe auf Produkten, Lebensmitteln und Kosmetika und erkennt, sondern auch diese bewertet. Wir haben also ebenso bereits seit 2016 einen Analyzer für Mikroplastik integriert in die App. Und der wurde auch wirklich schon damals sehr gut aufgenommen. Denn damals hat eben auch diese Diskussion etwas verstärkt zugenommen. Wir haben da also eine Analyse gemacht, gemeinsam mit dem BUND, um festzustellen, wie viel Mikroplastik sich denn eigentlich in den Produkten des täglichen Gebrauchs befindet. Und Analyse hat eben ergeben, dass das wirklich in extrem vielen Kosmetika, sowohl Produkten, die man auswäscht, als auch Produkten, die man auf der Haut drauf lässt, als auch in Waschmitteln vorhanden war. Und Peelings waren ja damals die Produkte, die eben ganz groß in der Aufmerksamkeit der Medien waren, da man eben das auch sehr gut visualisieren konnte. In den Peelings stecken eben diese kleinen Kügelchen und Plastikkügelchen sind eben sehr gut zu visualisieren und sehr gut auch handhabbar. Man kann darüber sprechen. Jetzt hat sich aber die Landschaft etwas verändert seit damals. Gemeinsam mit dem BUND konnten wir eben diese Studie auch tatsächlich nutzen, um gewisse Veränderungen auch zu bewirken. Zum Beispiel haben die Grünen unsere Analyse oder die Ergebnisse als Grundlage für einen Antrag auf Gesetzänderung eingereicht. Also da haben wir auf jeden Fall etwas tun können, um den Ball ins Rollen zu bringen. Und auch auf vielen verschiedenen politischen und regulatorischen Ebenen ist ja da etwas passiert. Allerdings nicht dahingehend, dass sich wirklich Gesetze geändert haben. Was sich aber geändert hat, ist, dass durch die Wahrnehmung der Verbraucherinnen und Verbraucher, die eben diese Mikroplastikpartikel in den Peelings, aber auch in anderen Produkten nicht mehr haben wollten, haben sich die Hersteller in einer Selbstverpflichtung darauf geeinigt oder zumindest selbst sich Regeln gesetzt, auf diese Stoffe in bestimmten Produkten zu verzichten. Und da gab es dann tatsächlich auch einen ganz großen Wandel. Der ist auch deutlich zu sehen. Wir haben eine neue Mikroplastikstudie vor kurzem publiziert und da ist ganz deutlich zu sehen, dass Peelings beispielsweise gar keine Mikroplastikpartikel mehr haben. Allerdings ist das Problem damit nicht ganz gelöst. Was die Studie auch gezeigt hat, ist, dass es eine gewisse Verschiebung gab. Das heißt, Mikroplastikpartikel als Inhaltsstoffe sind nicht mehr in Rinsoff-Produkten wirklich zu finden. Vor allem Polyethylen, was ja ein Fokus-Mikroplastik ist. Allerdings sind sie noch sehr häufig in Leave-On-Produkten, also vor allem dekorative Kosmetik zu finden. Dazu gehören dann Wimperntusche oder Lippenstift. Und somit können wir davon ausgehen, dass diese Stoffe zwar reduziert wurden in ihrem Einsatz, aber nicht eliminiert, sagen wir mal, und auch in Produkten zu finden sind, die eben zum Beispiel über die Lippen
in den Körper gelangen, da wir Lippenstift im wahrsten Sinne des Wortes aufessen, oder über Abwaschen und Auswaschen wieder in die Abwasser gelangen und somit eben tatsächlich irgendwie von unserer Ansicht her nur die Hälfte des Problems angegangen wurde. Da müssen also noch einige Veränderungen her. Ein Punkt, der uns auch noch aufgefallen ist und den wir in dieser Analyse mit aufgenommen haben, auch in unserem Update unseres Mikroplastik-Analysers, ist, dass es da ein ganz großes Missverständnis, sage ich mal, in Bezug auf die Definitionen gibt. Was ist eigentlich Mikroplastik? Und die Verbraucherinnen und Verbraucher haben da auch haben da auch Schwierigkeiten festzustellen, was ist das denn nun? Wir bekommen auch sehr viele Anfragen mit genau solchen Diskussionen. Da wurden Hersteller von Verbrauchern angefragt, sie haben ja Mikroplastik im Produkt, da steht doch ohne Mikroplastik drauf. Und dann handelte es sich aber um ein gelöstes Polymer, was fälschlicherweise manchmal unter der Definition Mikroplastik geführt wird. Wir haben jetzt aber diese Differenzierung auch sachlich vorgenommen. Es geht also darum, dass wir gerne die Aufmerksamkeit etwas erweitern möchten. Es gibt partikuläres, solides Mikroplastik, was tatsächlich kleine Mikroplastikpartikel sind. Es gibt aber auch andere Polymere, die nicht solide sind, sondern gelöst vorliegen oder von manchen als flüssiges Plastik bezeichnet werden, vereinfacht. Und das sind eben so solche Polymere wie Acrylat, Copolymer oder Styren, Butadien-Copolymer. Und diese stecken immer noch in ganz, ganz vielen Produkten, sowohl Produkten, die man abwäscht, als auch Produkten, die man auf der Haut lässt, stecken in sehr, sehr vielen Waschmitteln, zum Beispiel allein als Trübungsmittel, damit das Waschmittel etwas milchiger aussieht und milde suggeriert. Also haben auch manchmal gar keine besondere Funktion. Und diese möchten wir eben auch mit in den Fokus bringen, da diese eben in der Umwelt genauso oder sehr ähnlich schwer abbaubar sind. Und genau darauf möchten wir jetzt quasi den Fokus bringen, beziehungsweise den Fokus auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit von Mikroplastik auf gelöste und flüssige und gelartige Polymere erweitern. Hm. Vielen Dank, ja, dass du das so im Detail ausgeführt hast. Ja, es ist super halt eben aus der wissenschaftlichen Sicht, also für die Endverbraucher, also oft das dann nochmal zu hören, denn es ist ja wirklich sehr kleinteilig, das Thema. Ja. Und auch zu verstehen, was sind das denn eigentlich, Polymere, und wie funktioniert das, wo gibt es da die Unterschiede? Genau, also das Thema flüssige Polymere ist eine Grauzone, deswegen haben wir das ja auch bei Ocean Now mit in unsere Petition eingebaut, denn wir denken halt eben auch, dass alles, was eben nicht biologisch abbaubar ist, gehört eigentlich nicht in die Natur. So, und es ist interessant, dass es eben oft halt eben umgedreht wird und dass man eben rechtfertigen muss, dass es dann gefährlich genug ist, bis es dann entfernt werden soll. So, was mich interessieren würde, also da könnte ich vielleicht auch mal so ein bisschen in die Richtung von dir, Lars, schauen. Du bist ja auf der Seite der Wissenschaft direkt im Kontakt mit der Natur und du beobachtest ja eben diesen Eintrag von Plastik allgemein und natürlich auch unter anderem von Mikroplastik jährlich, also wahrscheinlich jedes Jahr und seit Jahren so. Also wie fühlt sich das an, als Wissenschaftler das zu beobachten? Wo sind da deine persönlichen Herausforderungen? Das würde mich mal so interessieren, denn die Wissenschaft hat ja auf der Seite dann so die Natur und eben dieser Eintrag. Wie geht man damit um eigentlich? Ja, vielen Dank erstmal, dass du in der Einleitung zu dieser Frage auch schon ein bisschen weiter ausgeholt hast, weil das hätte ich sonst auch gerne getan. Also ich möchte das gerne noch ein bisschen ausweiten. Ruta hat jetzt sehr stark eben auf die Mikroplastik aus Kosmetik und so weiter, Reifenabrieb hat sie auch erwähnt, ist sie eingegangen. Aber tatsächlich ist für mich das Thema eigentlich viel weiter noch. Ich würde es gar nicht trennen von dem großen Plastikmüll eigentlich, ne? Weil wir wissen, dass viel von dem Mikroplastik durch den Zerfall großer Kunststoffobjekte entsteht. Also unter dem Einfluss von Umweltfaktoren wird eben Kunststoffmüll jeglicher Größe in der Umwelt in immer kleinere Partikel aufgerieben. Und wenn man dann da draußen unterwegs ist, in der Forschung und tatsächlich dann eben auch diesen vielen großen Müll dort in der Landschaft sieht, an dem wir uns tatsächlich im täglichen Leben anscheinend wirklich schon gewöhnt haben, weil ich muss viele Menschen darauf wirklich aufmerksam machen, dass da viel rumliegt. Also wenn man ein Gefühl dafür kriegt, wie viel dort wirklich rumliegt in der Natur, dann
bekommt man eine vage Vorstellung davon, wie viel Mikroplastik daraus werden wird. Also es ist ja nicht, dass ein großes Plastikstück ein Mikroplastik entspricht, sondern es werden eben wirklich aus einer Plastiktüte oder sowas werden Millionen kleinster Teile. Und dann nimmt das Ganze eine ganz andere Dimension an, gefühlt halt auch einfach. Ne? Und langfristig wird ja auch davon ausgegangen, oder sagt man, wir wissen, dieses Mikroplastik in den Kosmetika, da kennen wir die Quellen, da können wir vielleicht was gegen machen. Aber tatsächlich wird ja langfristig davon ausgegangen, dass eben der Großteil der Mikroplastik in Zukunft eben durch den Zerfall dieser großen Objekte entsteht, die in den Ozeanen drin sind. Das sind nun mal hunderte von Millionen Tonnen an Kunststoffmüll, die bereits in den Ozeanen drin sind. Vieles davon wird nicht zerfallen, weil es eben schon in den Bereichen des Meeres sich aufhält, wo der Zerfall eben weitestgehend unterbunden ist, wie zum Beispiel der Meeresboden, der Tiefsee auch. Aber vieles liegt eben auch an den Strandständen, treibt an der Meeresoberfläche. Das sehen wir alles und vieles davon wird eben zu kleinsten Partikeln zerfallen. Dem nähern wir uns in der Forschung und haben es dabei mit einer ganzen Menge Probleme zu tun. Und das Hauptproblem steckt eigentlich auch schon im Namen, nämlich im Mikroplastik. Wir haben es mit wahnsinnig kleinen Objekten zu tun. Und je kleiner etwas ist, desto schwieriger ist es natürlich auch zu handhaben in der Wissenschaft, experimentell auch. Hinzu kommt, es gibt ja diese offizielle Definition für Mikroplastik, das heißt Plastikobjekte kleiner als 5 mm. Eigentlich sind wir in der Wissenschaft mit dieser Definition eigentlich gar nicht so wirklich zufrieden, weil Millimeter ist eben Milli und nicht Mikro. Und wenn man das in Beziehung setzt zur Größe der Tiere, die ja auch über ein großes Spektrum sich erstreckt, vom kleinsten Einzeller bis hin zu den größten Wal, dann kann man sich vorstellen, dass dieses Spektrum von 5 mm bis kleiner als 1 Mikrometer natürlich völlig unterschiedliche Auswirkungen auf die Organismen auch haben. Und das ist eine riesen Herausforderung, wenn man sich, einmal untersuchen will, wie viel ist da draußen, einfach weil wir für Objekte unterschiedlicher Größe auch unterschiedliche Erfassungsmethoden brauchen und B, dann eben, wenn es an die Auswirkungen geht. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, wenn jetzt ein Wal ein Objekt von 5 mm verschluckt, dann rauscht das möglicherweise durch dieses Tier, während ein kleiner Ruderfußkrebs, der nicht mal einen Millimeter groß ist, so ein Partikel natürlich überhaupt nicht aufnehmen kann. Das sind völlig unterschiedliche Expositionsszenarien. Und wenn wir dann aber in einen ganz kleinen Bereich reingehen, also wirklich in den Mikrometerbereich oder darunter gehen, dann kommen wir in den Bereich, wo wir tatsächlich noch gar nicht genau wissen, was es macht, weil wir einfach wahnsinnige Schwierigkeiten haben bei der Detektion dieser Objekte. Also für die Erfassung im Freiland haben wir zum Beispiel eine untere Größengrenze im Moment von 11 Mikrometer. Technisch können wir im Moment nicht weiter runter bei der Detektion. Das heißt, was kleiner ist als 11 Mikrometer, sehen wir im Moment überhaupt nicht mit den derzeitigen Erfassungsmethoden. Das heißt, wir haben eigentlich einen totalen Blindflug im Moment, wie viel Mikroplastik oder dann eben auch noch kleinere Nanoplastik dort draußen tatsächlich ist. Und sowas ist natürlich dann auch experimentell schwer zu handhaben. Wir wissen zum Beispiel aus der Nanopartikelforschung, das muss nicht nur Kunststoff sein, sondern eben auch andere Nanopartikel, die ja zum Teil auch hergestellt werden, um Medikamente in Zellen einzutransportieren, wissen wir, dass diese Partikel klein genug sind, um die Zellmembran zu passieren. Was aber diese winzig kleinen Mikroplastikpartikel in den Zellen, wenn sie denn in diese Zellen reinkommen, anstellen und verursachen, das wissen wir noch überhaupt nicht. Das ist experimentell einfach wahnsinnig schwer zu untersuchen. Das ist also eine dieser großen Herausforderungen, nach denen du gefragt hast. Und eine andere große Herausforderung liegt einfach in der Vielschichtigkeit dieses Themas. Also wir sind eben die Biologen. Wir sind die Ersten, die das da draußen eben in der freien Natur sehen. Wir sind also im Grunde genommen die armen Kerle, die schlechte Botschaft überbringen, also was da ist und was es macht. Aber tatsächlich sind natürlich Lösungen gefragt und diese Lösungen werden von ganz anderen Menschen entwickelt, hoffentlich, ne? Also von Ingenieuren, aber natürlich, wenn es auch um das Verhalten der Konsumenten oder der Wirtschaft geht, da sind das eben vielleicht auch Philosophen oder Wirtschaftsforscher. Das heißt also, wir treten plötzlich durch dieses Thema, an dem wir arbeiten, Diskussionen mit Disziplinen. Da habe ich als Grundlagenforscher vorher relativ wenig Berührung mit gehabt. Und das
erweitert natürlich einerseits auch meinen Horizont, erfordert aber auch, dass ich mich manchmal wirklich auf Glatteis begeben muss, mit dem, wozu ich mich äußern muss einfach. Weil die Frage ist einfach nach Lösungen und ich denke natürlich auch über Lösungen nach, aber ich glaube, ich kann mich nicht so gut in die Gedankenwelt eines Verbrauchers vielleicht einversetzen wie ein Psychologe oder ein Soziologe, der sich genau mit solchen Sachen beschäftigt. Und das ist dann eben auch nochmal eine gewisse Herausforderung, die dieses ganze Feld mit sich bringt. Vielen Dank. Also es hört sich wirklich, mir wird das jetzt gerade nochmal deutlich, also es wird mir deutlich, dass es wirklich ein relativ komplexes Thema ist. Und vor allem, wenn man sich so anschaut, das, was man eben weiß, liest durch Studien, auch internationale Studien, die halt unter anderem dann eben in Laboren Ergebnisse liefern, wo die eben die Konzentration besonders hoch ist, die halt eben dann wo es wirklich nach einer schleichenden Gefahr ausschaut, wo man dann eben gleichzeitig weiß, okay, in der Natur ist es dann eben von Hafen X bis Strand irgendwo am anderen Ende der Welt, so mal gesagt, da gibt es natürlich wahnsinnig große Unterschiede von der Konzentration an Mikroplastik, die halt irgendwie gefunden wird. Diese Messung, die Art und Weise zu messen, eine internationale Ebene überhaupt zu finden, vergleichen zu können, etc., sind wir relativ am Anfang. Bei uns ist es halt eben so, dass ich auf irgendeine Art und Weise dieser Begriff des Vorsorgeprinzips, das ist halt das, worauf wir immer so nur rein von der Intuition her als Mensch drauf zurückkommen, weil es geht ja darum, dass wir eben realisieren, okay, unsere Rolle als Menschen auf diesem Planeten, es geht in erster Linie geht es darum, eben zu realisieren, dass wir auf die Natur angewiesen sind und alles, was nicht abbaubar ist, sollte erstmal mit Vorsicht beäugt werden, so, und auch mit Vorsicht damit umgegangen werden. Ich höre auf jeden Fall die Herausforderung. Vielen Dank. Ich würde vielleicht nochmal was Interessantes, was auf jeden Fall so ein bisschen in der Mitte, wir haben ja jetzt so dieses Konsumentengesicht gesehen, also von Ruta, und dann haben wir eben auf wissenschaftlichen Seite vom Lars jetzt was gehört. Regina, die Berliner Wasserbetriebe sind ja auch so ein bisschen, ich sehe die ja so ein bisschen in der Mitte, also einerseits halt eben angelehnt an Institutionen, aber eben auch informativ mit dabei, also mit Konsumenten in Kontakt, aber auch eben mit Institutionen, die auch unter anderem die Gesetze erlassen oder angelehnt daran. Also Berliner Wasserbetriebe haben ja auch schon viel Innovatives bewirkt. Also wenn ich jetzt Berliner Pflanze zum Beispiel anschaue, was Klärschlamm angeht. Was mich mal interessieren würde, ist, wie ist denn so die Rolle der Berliner Wasserbetriebe, was Mikroplastik angeht? Was hat sich da in den letzten, wir können sagen Jahre oder auch Monaten, oder wie ist der aktuelle Stand eigentlich? Also auf welche Art und Weise forscht ihr? Das wäre mal so interessant zu wissen. Das trifft vielleicht dann auch auf andere Kommunen zu, schätze ich, obwohl die sich ja auch unterscheiden, die einzelnen Wasserbetriebe. Genau. Ja, vielen Dank erstmal für die einleitenden Worte. Die Berliner Wasserbetriebe sind tatsächlich für den gesamten Wasserkreislauf verantwortlich. Und da möchte ich auch erstmal klarstellen, man bekommt keine Kreditkarte über unser Trinkwasser spendiert, sondern wir konnten in dem Forschungsvorhaben Mikroplastik im Wasserkreislauf mit dem Umweltbundesamt, mit dem Technologiezentrum umfangreiche Messungen machen bei mehreren Wasserversorgern. Und da ist es so, dass wir uns in dem Projekt beschäftigt haben mit dem Messen von Mikroplastik, was tatsächlich sehr schwierig ist. Nur mal so als Orientierung, wir müssen 1000 Liter Wasser filtrieren, um genügend Probematerial in die Labore zu bekommen und auch sichere Messwerte zu erzeugen. Aber unter diesen harten Bedingungen bei Trinkwasser ist es noch sehr, sehr viel mehr. Können wir sagen, Trinkwasser ist frei von Mikroplastik. Tatsächlich, wenn ich einen Teller vor mich hinstelle und 30 Minuten esse, dazu gibt es wissenschaftliche Studien, dann fällt über die Luft mehr auf diesen Teller, als ihr über das Wasser, was ihr zu diesem Essen trinkt, überhaupt aufnehmen könntet. Wir untersuchen nicht nur die Plastikpartikel, wir untersuchen auch ganz viele organische Spurenstoffe. Das können wir machen, weil wir hier Fördermittel bekommen vom Bund, weil wir hier renommierte Institute haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist sehr hilfreich. Ansonsten könnten wir das als kommunales Unternehmen nicht leisten.
Und was aber uns auch wichtig ist, ist aufzuzeigen, wo haben wir ein Problem? Ja, bei Mikroplastik. Wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen es messen. Wir müssen es dann auch wieder aus dem Kläranlagenprozess entfernen, also weil es kommt über das kommunale Abwasser. Und wir müssen hinterher aufklären, also an die Bürger herangehen, Strategien erarbeiten. Also das heißt vermeiden, vermeiden, vermeiden. Da würde ich meinen Vorrednern absolut recht geben. Da würde ich auch nicht nur das Gesetz der großen Zahlen bemühen wollen, sondern wo es nicht reingehört, soll es bitte nicht verwendet werden. Und ich würde auch den Punkt mit dem sekundären Mikroplastik noch aufmachen. Ich verstehe nicht, wie jemand einen Plastikbecher in der Hand hat, um Kaffee zu trinken und den danach in die Umwelt wirft. Und wir können sagen, also die Zahlen bestätigen, es kommen sehr viel weniger Mikroplastik über die Kläranlagenabläufe in unsere Gewässer, als eben über dieses Littering. Ja, Littering heißt, genau wie es Lars beschrieben hat, aus dem großen Plastik wird irgendwann kleines Plastik. Das ist nicht erforderlich. Ich betrachte jetzt nur den, was heißt nur, ich betrachte den Wasserkreislauf und da sage ich mir, wenn Müll ordnungsgemäß entsorgt wird, würden wir für die Meere und für unsere Umwelt schon eine ganze Menge hinbekommen, weil das ist einfach wichtig. Ja, es soll nicht in die Umwelt, es muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Und für uns haben wir natürlich auch die Bilanz gemacht, wo wir Mikroplastik entfernen, Stichwort Fasern aus den Waschmaschinen und so. Soll ich da noch ein extra Netz reinnehmen in meine Waschmaschine für 25 Euro? Da können wir klar sagen, nein, wir holen 99% raus durch das, was wir in unseren Kläranlagen machen müssen. Wir setzen den Fokus schon auf weitestgehende Abwasserreinigung. Uns macht mehr das Regenwasser Probleme. Ja, und da eben auch wieder durchaus Coffee-to-go-Becher. Also da würde ich heute mich schon freuen, wenn alle, die heute teilnehmen, eben nicht mehr Plastik zu stark verwenden, beziehungsweise nicht auf den Boden werfen, wenn sie es konsumiert haben. Mm. Vielen Dank, ja. Ja, kann ja auch so ganz unterschiedlich, also es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze. Also es gibt ja auch beispielsweise ja so, was jetzt so Fasern angeht, zum Beispiel raus, was du gerade erwähnt hast, also mit dem Waschbeutel, den Guppi-Friend heißt er, glaube ich, den man verwenden kann, was so Fasern angeht. Also so, wenn ich es richtig sehe, wir können ja auch gleich schon mal in die Position, in die Diskussion einsteigen. Wir haben ja jetzt auch so, sind das schon so ein bisschen drin. Also was ich halt, also was die Vermeidung angeht, es ist ja super, dass die Berliner Wasserbetriebe da so vorne dran sind, aber es ist halt dennoch eben so, dass man ja eigentlich davon ausgehen kann, dass alles, was nicht biologisch abbaubar ist, auf irgendeine Art und Weise auch anders in die Umwelt gelangt. Und das ist dann eben so, okay, das bereitet uns halt nach wie vor immer noch so ein bisschen Sorgen. Auch ich weiß, Klärschlamm ist zum Beispiel ein Thema. Genau. Und diese vierte Klärstufe zum Beispiel wurde ja auch mal erwähnt. Vielleicht nochmal ganz kurz zur vierten Klärstufe, denn da kennst du dich wahrscheinlich viel besser aus, Regina. Was bedeutet das eigentlich? Beziehungsweise, die wurde ja auch schon öfter diskutiert. Habt ihr das denn dann schon angewendet bei euch? Oder? Also erstmal ist es so wie die Kläranlagen heute funktionieren, entfernen wir mit den Messverfahren, die wir angewandt haben in den Mikroplastikprojekten, 99-98% der Suspensa, also dieser Stoffe, die noch als Partikel vorliegen. Und diese Fraktion geht dann in Berlin in den Kreislauf der thermischen Verwertung und wird als Asche entsorgt. Das heißt, es ist wirklich auch eine Senke. Du hast vorhin die Berliner Pflanze angesprochen, um Nährstoffe, die enthalten zu sind, trotzdem in den landwirtschaftlichen Kreislauf zu bringen, machen wir da sozusagen ein Nährstoffrecycling, das vermarkten wir als Berliner Pflanze und alles andere wird sozusagen in Energie umgesetzt, sodass wir heute bereits eine Energieautarkie in den Kläranlagen von 75% erreichen können. Das ist jetzt so, wie es in Berlin ist. Ja, man kann jetzt sagen, das ist vielleicht im europäischen Kontext nicht. Für Deutschland ist es aber beschlossen, dass die Senke für Mikroplastik ist in dem Moment dann die thermische Verwertung des Klärschlamms, der dann nicht mehr auf die Felder geht.
Es wird hier im Forum noch die Frage gestellt, wo kommt denn Mikroplastik im Regenwasser her? Vielleicht einfach da auch ein wichtiges Projekt, was von der TU Berlin durchgeführt wird, Reifenabrieb. Ja, die Fraktion des Reifenabriebs ist noch vorsichtig geschätzt, ist aber um Faktor 1000 größer als das, was wir über die Haushalte eintragen und ist auch schwieriger zu handeln, weil Regenwasser natürlich noch nicht komplett in Kläranlagen behandelt wird, sondern zum Teil über eine Regensedimentation in die Gewässer geht. Die vierte Reinigungsstufe oder Spurenstoffentfernung, wie wir sie nennen bei den Berliner Wasserbetrieben, die wird jetzt gebaut für eins der drei größten Klärwerke. Und das beinhaltet auch wieder eine vollständige Entfernung der Partikel. Also da sind wir dann wirklich bei 100%. Wir können die Partikel dann sozusagen nicht mehr messen. Dort geht es aber darum, dass wir über Ozon oder über Aktivkohle tatsächlich gelöste Substanzen, durchaus auch diese Acrylamide, mit rausholen. Da sind wir aber noch in dem Stadium, da versprechen wir noch nicht, dass wir alles entfernen. Aber auch da würden wir wieder diese gelöste Fraktion der organischen Substanzen deutlich verringern. Und wie gesagt, in einem der Großklärwerke im Norden wird gerade die große Anlage gebaut. Das ist schon ein Meilenstein. Das wird auch viel Geld kosten. Das ist ja das eine Ende von dem, ist ja super, dass es es gibt, so, dass es da Prozesse gibt und die Technik immer weiter voranschreitet und so weiter. Das ist ja das eine Ende. Ne? Das ist ja eben so, dass man schaut und wir nicht nochmal zurückkommen zu dem anderen Ende, wo es eben um die Produktion geht. So, da ist es halt eben so, also was ihr alle gerade auch bestätigt habt und wo wir alle irgendwie übereinstimmen, ist halt eben die Vermeidung. Und einerseits, ja, es ist halt eben die Vermeidung natürlich als Verbraucher, aber es ist halt eben dann auch so die große Frage, gibt es da vielleicht noch mehr? Und das würde mich jetzt auch interessieren, so auf welche Art und Weise, wie stellt ihr euch vor, was wäre eigentlich am effektivsten? Also wenn wir, ich glaube, mittlerweile ist es ja so, dass viele Menschen wirklich von diesem Thema davon ausgehen, dass Mikroplastik, also beziehungsweise man kann jetzt nicht sagen, eine Angst entwickelt haben, aber viele Leute haben eben dieses Bewusstsein dafür, dass Mikroplastik in der Atmosphäre ist und lehnen es auch ab und möchten auch keine weitere Steigerung des Mikroplastiks. Das heißt aber eben auch, dass natürlich Prozesse umgestaltet werden müssen. Also wenn ich jetzt schaue, Reifenabrieb, ich habe gesehen, da gibt es auch schon der russische Löwenzahn produziert wohl auch gummiartige Substanz und Continental ist da wohl auch schon dabei, um zu schauen, welche Reifen kann man da produzieren. Also es gibt ja auch Innovationen, die eben schon in die richtige Richtung schauen. Auf welche Art und Weise, was stellt ihr euch vor? Wie würdet ihr euch, wenn ihr jetzt mal so auf Fast Forward drücken könntet und sagen könntet, okay, jetzt mal irgendwie, zack, die Gesellschaft ändert sich jetzt, genauso wie wir in der Corona-Krise schnelle Entscheidungen getroffen haben, wollen wir jetzt auch in Sachen Mikroplastik schnelle Entscheidungen treffen. Mhm. Was wäre eure Wunschvorstellung? Fallen schon Sachen ein? Das würde mich mal interessieren. Also von unserer Seite ist es eben natürlich, weil wir ein so verbrauchergüterorientiertes orientierte Organisation sind mit dem Fokus auf Stoffe oder die in Produkten zu finden sind, die wir im täglichen Gebrauch nutzen oder eben essen, ist es für uns eben ganz besonders wichtig und als allererste Instanz, die, wenn auch im Vergleich geringere Menge, aber als absolute Zahl doch riesengroße Menge an etwa laut dem Fraunhofer Institut 1000 Tonnen an Mikroplastik, die über Kosmetika und Waschmittel in unser Abwasser eingetragen werden, zu vermeiden, indem man da die Regularien einfach überarbeitet und dahingehend verschärft. Ebenso werden etwa geschätzt 50 Mal mehr gelöste oder gelartige, wachsartige Polymere, die nicht zu Mikroplastik zählen, ebenfalls über solche Produkte, die wir benutzen und dann abwaschen oder über die Waschmaschinen ins Abwasser gebracht. Die kann man auch durch Redesign, also es geht einfach um
Innovation oder um Neuentwicklung von Inhaltsstoffen oder Redesign von Formulierungen, die dann eben auf diese Stoffe verzichten und auf diese Stoffe schon ab jetzt verzichten. Damit hätten wir schon ein Minus von mindestens 1000 Tonnen Mikroplastik und 50 mal mehr den gelösten Polymeren. Punkte, die Regina angebracht hat, finde ich auf jeden Fall sehr zu befürworten. Das heißt also, Berlin scheint da wirklich ein Pionier zu sein, wenn es da um Abwassermanagement geht, auch um die Filterung des Mikroplastiks. Ich bin auch der Überzeugung, dass das Trinkwasser zu den qualitätskontrolliertesten Wassern zählt. Worauf jeder von uns achten kann, ist eben auf Plastikflaschen mit Wasser zu verzichten, denn die haben über die Oberflächen des Plastiks verschwindet. Ja, da geht eine ganze Menge Plastik in das Wasser hinein. Da trinkt man dann erst das Mikroplastik im Wasser, sowie auch die zusätzlichen Chemikalien, die aus diesem Plastik entschwinden. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass ein schneller Wechsel wäre, wenn diese Technologien, die jetzt fürs Abwasser in Berlin etabliert wurden und dann für eine fast komplette Reduktion des Mikroplastiks, das dann nicht gefiltert wird, dazu geführt haben, auch flächendeckend angewendet werden, weil das sehe ich, ist noch nicht so der Fall. Zwar sind diese Standards, von denen Regina gesprochen hat, für bestimmte Wastewater Treatment Plants, also die Kläranlagen, bewiesen worden, aber es gibt so viele verschiedene Kläranlagenmodelle mit so vielen unterschiedlichen Effizienzen, wenn es darum geht, Klärschlamm zu filtern. Und die Messmethoden, wie Lars schon gesagt hat, können gar nicht derzeit abliefern, auch die allerkleinsten Partikel zu messen. Das heißt also, 100% gefiltert heißt das, was wir sehen, was ist mit den anderen Stoffen, die dann übrig bleiben. Und das absolute Verbot der Verwertung von Sedimenten, also von Mikroplastik oder von Klärschlämmen auf Agrarfeldern, sollte auf jeden Fall auch außerhalb Berlins, außerhalb Deutschlands grundsätzlich verboten werden. Denn zu den Stoffen, die eben über solche ausgetragenen Klärschlämme auf den Feldern Europas oder sonst wo in unsere Gewässer gelangen, sind eben auch Mikroplastikpartikel und auch viele andere Toxine. Und das gerät in den Kreislauf, der dann keine nationalen Grenzen kennt. Also am Ende kann das eben doch unter Umständen unser Grundwasser beeinflussen. Hier jetzt gerade ist das eben noch gar nicht nachgewiesen, das stimmt. Aber da finde ich, sollte man lieber früher vorsorglich genau solche Eintragungswege reduzieren, und zwar drastisch, bevor es zu spät ist. Super, vielen Dank für deine Meinung, Ruta. Lars, hast du irgendeinen Wunsch, wenn du dir vorstellen könntest, wir könnten jetzt alles ganz schnell, ganz schnell verändern? Siehst du eine Priorität in dem, was halt bewirkt werden könnte? Oder, weil es geht ja um Lösungen. Also wir schauen ja auf Lösungen. Ja? Also es geht halt eben wirklich darum zu schauen, okay, wir haben die Pariser Klimaziele, die wurden 2015 abgeschlossen. Da geht es im Ziel 14.1, Leben unter Wasser, wirklich ganz klar darum, dass wir schon 2020 auch einen Fortschritt zeigen, ja, in der Reduzierung von Müll im Wasser. Und ich sehe das große Bild, ja, und ich sehe eben auch wir sehen das große Bild bei Ocean Now, also wir sehen ja so das globale Bild, aber wir brechen es natürlich auch runter auf den lokalen Bereich, und es ist super dann zu sehen, dass sich da auch in der Forschung schon so viel tut. Ja, aber ich sehe eben dennoch auch hin und wieder das große Bild und denke mir, was können wir jetzt eigentlich lösungsmäßig machen in unserer Gesellschaft, damit sich das weiterentwickelt? Du hattest eben schon mal diesen russischen Löwenzahn erwähnt, von dem ich selber noch nie was gehört habe. Aber ich will das einfach mal aufgreifen als eine Möglichkeit, eben alternatives Material für Autoreifen herzustellen. Also ich denke, das ist in gewisser Weise eine Sackgasse. Ne? Weil ich sage jetzt mal ganz provokativ, und ich werde das auch gleich relativieren, in diesem Fall ist nicht der Kunststoff das Problem, sondern es sind unsere Ansprüche an den Kunststoff. Ne? Also wenn ich einen Autoreifen haben will, der funktioniert, dann brauche ich ein Material, das funktioniert. Und das Material, das funktioniert, ist einfach wahnsinnig persistent, muss persistent sein. Ne? Das heißt also, wenn ich einen Autoreifen aus dem Löwenzahn herstelle, muss er letztlich die gleichen Anforderungen erfüllen wie ein Autoreifen aus normalen Kunststoffen. Gerade der
die Persistenz dieses Materials, also die Beständigkeit, das ist ja das eigentliche Problem, dass es eben nicht abgebaut werden kann. Und damit kommen wir natürlich auch so ein bisschen in den Bereich jetzt Biokunststoffe als Alternative. Also Biokunststoffe sind Kunststoffe, die entweder aus nachwachsenden Materialien hergestellt worden sind oder biologisch abbaubar sind oder beides. Aber hinsichtlich der Abbaubarkeit ist da oft eine falsche Vorstellung bei den Menschen. Ne? Also die Leute denken, naja, jetzt haben wir Material, das ist biologisch abbaubar, dann liegt der Kram halt in der Umwelt und kann abgebaut werden. Und dann ist es weg. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Ne? Denn wenn wir von Kompostierung sprechen, also vom biologischen Abbau, dann braucht das schon ganz besondere Bedingungen, nämlich sehr hohe Temperaturen, besonders hohe Luftfeuchtigkeit, die eigentlich nur in industriellen Kompostierungsanlagen zu erreichen sind. In der Umwelt verrottet dieses Material eigentlich nahezu genauso schlecht wie herkömmlicher Kunststoff. Und dann ist es tatsächlich dem Wal oder dem Fisch ist es dann völlig egal, ob er ein Partikel oder eine Plane aus Biokunststoff oder aus herkömmlichem Kunststoff im Magen hat. Das heißt also, das Problem ist tatsächlich, sind unsere Ansprüche an diese Materialien, ne, dass es eben sehr beständig sein muss. Und ein weiteres Problem, und damit kommen wir eigentlich dahin, wo wir bei diesen Diskussionen eigentlich immer enden. Es hat eigentlich alles seinen Kern in einer exzessiven Nutzung von Ressourcen und nicht dem richtigen Umgang mit diesen Ressourcen. Ne. Wir produzieren immer mehr, um einem immer größeren Bedarf gerecht zu werden. Tatsächlich wissen wir aber überhaupt nicht, wo wir hin sollen mit dem ganzen Material. Und für mich besteht ein ganz klarer Zusammenhang zwischen der Menge des Kunststoffs, den wir in der Umwelt finden, und der Menge des Kunststoffs, der produziert wird. Wenn ich mir diese Kurven angucke, dann verlaufen die eigentlich ziemlich ähnlich. Und da ändert sich auch nichts dran. Weil wir schaffen Regeln, dafür, wir versuchen Gesetze herauszugeben zur Reduzierung von plastikbasierten Wattestäbchen, von Einmalgeschirr, das wir verwenden. Aber tatsächlich wissen wir, dass die Kunststoffproduktion immer weiter ansteigt. Und wir sehen auch, dass dieses Material in der Umwelt immer weiter ansteigt. Wir kriegen jetzt langsam diese Zahlen, die uns zeigen, es wird immer mehr. Ne? Also das sind Zahlen, die fehlten uns bis vor kurzem noch, weil das ja etwas ist, das haben wir plötzlich wahrgenommen, als schon so viel da war. Und dann haben wir, das sind relativ wenige Jahrzehnte, das heißt, wir konnten eigentlich gar nicht so richtig die Veränderungen sehen. Und jetzt arbeiten die Leute aber mittlerweile seit 1, 2, 3 Jahrzehnten an diesem Thema und wir sehen eben, dass die Menge an Kunststoff deutlich zunehmen. Und das ist für mich einfach die Schlussfolgerung, das liegt einfach daran, dass wir immer mehr produzieren. Ja, und wir produzieren haufenweise Material, dass wir eben nicht unter Kontrolle haben, wo wir eben über den Zeitpunkt der Nutzung nicht hinausdenken. Was passiert mit dem Material danach? Und deswegen ist für mich eigentlich die Lösung liegt darin, dass wir weniger produzieren, dass wir Material oder dass wir Produkte produzieren, die eben nicht so schnell zum Müll werden, sondern die eben beständig sind. Jetzt ist es so, dass diese beständigen und guten Produkte natürlich teuer sind und sich viele Menschen nicht sofort leisten können. Das sehe ich auch ein. Aber wenn man natürlich eine langfristige Rechnung aufmacht, dann weiß man, dass eben langlebige, hochqualitative Objekte oder Produkte eben doch auf die Dauer billiger sind, als wenn ich etwas habe, was billig ist, was ich aber relativ schnell wieder ersetzen muss. Aber da kommen wir natürlich so ein bisschen an die Grundzüge unseres Wirtschaftssystems, das eben darauf aufgebaut ist, auf permanentem Wachstum, auf ständiger Produktion. Und das geht dann auch in den Bereich, dazu kann ich dann auch fachlich nicht mehr allzu viel sagen, aber tatsächlich sehe ich die einzige Lösung in diesem Problem, dass wir weniger Kunststoffe produzieren. Mhm. Wie das hinzukriegen ist, weiß ich nicht. Mhm. Keine Ahnung. Ich möchte auch einfach kurz was nachfügen, auch zu diesem Thema Regenwasser, was schon angesprochen wurde. Regina sagt richtig, also viel wird eben mit diesem Regenwasser am Oberflächenabfluss eben in die Gewässer reingespült, also eben der ganze Outdoor-Abrieb. Aber es ist eben tatsächlich so, und das ist auch schon kurz erwähnt worden, dass dieses Material, diese winzig kleinen Kunststoffpartikel und Fasern tatsächlich eben auch in der Atmosphäre drin sind und mit dem Regen auch ausgewaschen werden aus der Atmosphäre. Also da gibt es eine sehr eindrucksvolle Studie aus dem Großraum Paris, wo man eben wirklich sieht, bei Regen-Events, wie dieses Material verstärkt aus der Atmosphäre ausgewaschen wird und sich eben auch niederschlägt. Also es ist tatsächlich überall um uns herum mittlerweile. Es gibt eigentlich keinen Flecken mehr auf der,
auf der Erde, wo wir keinen Kunststoff finden. Und meine Kollegen finden das Material im Eis der Arktis, also der zentralen Arktis, wo es eben wahrscheinlich mit Schnee auch eingetragen worden ist. Also wirklich auch aus der Atmosphäre rausgetragen worden ist. Nochmal kurz zum, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter springe, nochmal zum Thema thermische Verwertung von diesem Klärschlamm. Das ist natürlich besser, als wenn es auf Felder kommt. Aber wir müssen uns natürlich auch klar sein, dass was wir dort verbrennen, sind fossile Rohstoffe. Ne? Also wenn es sich um erdölbasierten Kunststoff handelt. Das heißt also, das ist eben auch ein Beitrag zur Erhöhung der atmosphärischen CO2-Konzentration. Genau, in dieser Hinsicht kann Biokunststoff helfen. Ne? Wenn der Kunststoff eben tatsächlich auf nachwachsenden Rohstoffen basiert, dann kann er zumindest in diesem Bereich helfen, weil dann ist es klimaneutral, was wir dort verbrennen. Ne? Aber nochmal, die Kompostierung dieses Materials in der Umwelt, das kann man vergessen. Absolut, da bin ich auch der Meinung, dass die unterschiedlichen Wege und deren Konsequenz auch zum Beispiel auf unsere Luft mit bedacht werden muss. Bioplastik wird auch häufiger als alternativer Inhaltsstoff für Kosmetika diskutiert. Da denke ich, ist es keine Alternative. Schließlich kann man solche kleinen partikulären Stoffe nicht herausfiltern. Aber es könnte eine Alternative sein für größere Plastikcontainer. Aber auch da ist eben das richtige Waste Management ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Stoffe müssen auf die richtige Art und Weise entsorgt werden. Hier war auch die Frage oder eher das Statement, dass das Hauptproblem der Meeresverschmutzung mit Plastik in den sogenannten Entwicklungsländern liegt, die kein Müllmanagement halten. Aber ich glaube, da ist es eben ein ganz großes Missverständnis. Der größte Eintrag von Müll und eben auch Plastik wird von den westlichen Ländern produziert, also ein Konsum, der so gefahren wird wie in den westlichen Industriestaaten, ist nirgendwo anders zu finden. Stattdessen haben sogar Länder wie Ruanda schon seit Jahren Plastiktüten komplett verboten. Also eine Regelung, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann in Deutschland oder irgendwo, aber eine ganz einfache und schnell durchzuführende Reduktion von dem Eintrag von Müll. Und die Müllproduktion, die dann eben auch wirklich um Tonnen, Millionen Tonnen größer ist in den westlichen Industriestaaten, wird eben über die Verbrennungsanlagen auch die Luft der sogenannten Entwicklungsländer beeinflussen. Also da ist die Verantwortung und auch die, die Aktion meiner Meinung nach fokussiert auf die Länder, die dann wirklich auch den meisten Müll produzieren. Vielen Dank, Uta. Da wir jetzt schon so etwas fortgeschritten sind in der Zeit, vielen Dank für die Beiträge von euch allen. Super. Das ist ein Thema, das könnte ich auf Stunden ausweiten, auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch 25 Minuten, aber ich bin dir jetzt auch sehr dankbar, Lars, für den Kommentar und ich schmeiße jetzt mal den Begriff Zero Waste rein. Im Endeffekt und Produktion reduzieren und Eintrag vermeiden heißt eben auch weniger konsumieren. Ja? Also wir müssen nicht dauernd irgendwie was Neues kaufen. Das denken wir halt zumindest bei Ocean Now. Und vielleicht meine Wunschvorstellung ist, dass die Unternehmen auch, wie gesagt, vielleicht die Pariser Klimaziele eher voransetzen, als zu sagen, wir müssen jedes Jahr 30% wachsen. Ja? Also vielleicht müssen wir auch nur 5% wachsen. Vielleicht gibt es da auch einen Mittelweg. Ja? Dafür ist unser Planet vielleicht länger erhalten. Also nur so ein Nebenkommentar. Also jetzt im Endeffekt ist es ja so, dass ihr seid ja auch schon so ein bisschen auf ein paar Fragen eingegangen. Was wir jetzt vorschlagen würden, ist, dass wir jetzt so die letzten 25 Minuten nutzen für die Fragen von den Zuschauern. Wir haben jetzt 52 Zuschauer gerade noch mit drin. Ich weiß, ein paar sind schon aufgepoppt. Danke, dass ihr auch schon so ein, zwei Fragen beantwortet habt mittendrin. Und jetzt an dieser Stelle würde ich fast sagen, vielleicht Jacqueline und Fiona, ihr beiden, ihr habt ja so ein bisschen drauf geschaut, könnte ich fast mal an euch übergeben. Es hat sich ja bestimmt wahrscheinlich thematisch einiges getan in der Zwischenzeit hier. Ja, genau. Also es sind super viele Fragen aufgekommen. Erstmal vielen herzlichen Dank an die Teilnehmer, dass ihr so interessiert seid und eure Fragen auch per Chat schickt. Ich würde mal mit der ersten Frage anfangen. Die kommt von Celine zum Thema Luftsysteme.
Es ist ja allgemein bekannt, dass Mikroplastik auch in der Luft zu finden ist. Inwiefern können Luftsysteme, zum Beispiel von Hyla oder Dyson, die Mikroplastikkonzentration in der Luft verringern bzw. Abhilfe schaffen? Würdet ihr solche empfehlen? Man bedenke, dass diese ja auch selbst aus Plastik sind. Ich als Verfahrenstechnikerin antworten. Also in dem Projekt Mikroplastik im Wasserkreislauf wurde auch das Verhalten im Menschen untersucht. Und hört man mich? Ja. Ja. Und da ist ganz lapidar vom Umweltbundesamt mit angegeben worden, dass bisher gerade diese Fraktionen, die so in der Luft sind, durch den Menschen aufgenommen werden. Ja, ich hatte es vorhin schon skizziert, da gibt es so Studien, 30 Minuten Essen, was da alles so auf den Teller fällt, gar nicht unbedingt aus der Nahrung kommen muss. Das ist aber insofern unbedenklich, das ist ungefähr das, was vorhin Lars beschrieben hat von dem Wal. Wir Menschen sind da noch immer auf der Seite, wo wir es dann ausscheiden. Also die ganzen Mikroplastikfasern werden im Stuhl gefunden. Und insofern würde ich immer noch davon ausgehen, in einem Operationssaal, ja, da sind ja auch solche Aufbereitungssysteme, Klimatechnikanlagen, die genau diese Funktion haben. Und da würde ich aber auch immer die mikrobiologische, hygienische Fraktion in den Vordergrund stellen. Und wir haben ja heute das Wort Panikmache im Titel. Davon würde ich mich persönlich distanzieren. Ich denke, wir müssen es im Fokus haben, weil wir auch über das Ökosystem reden heute. Und das finde ich auch wichtig, dass man da eine gewisse Panik angesichts der Mengen, die in den Meeren, in den Flüssen sind und in der Bodenfraktion, dass man die hat, dass man vermeidet, wo es geht. Und ich hoffe, dass Corona hier so ein bisschen beigetragen hat, weil wenn wir zusammenrechnen, welche Umweltauswirkungen nicht nur auf die Stickoxide in der Luft, sondern auch auf unseren Plastikverbrauch hat und wie wenig es uns wehtut, dann finde ich, ist das so ein kleiner Wunsch, den ich habe, dass wir tatsächlich unser eigenes Konsumverhalten hinten anstellen. Und um die Frage noch zu überleiten, was wünsche ich mir? Ich denke, kein Konsum aus Plastikflaschen würde unserer Gesundheit einen erheblichen Anteil bringen. Ich wünsche mir dafür sauberes Wasser in bestimmten Ländern, wo es eben noch schwierig ist, Wasser aus dem Hahn zu trinken. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir damit auch gelöste Stoffe vermeiden. Das ist eigentlich so ein bisschen meine Vision, die ich habe. Weil wir müssen immer abwägen bei der Nachhaltigkeit Wasser, Luft. Also wenn wir mehr ausgeben, und das war ja die Diskussion Klärschlamm, natürlich habe ich dann höheren Energie. Verbrauch auf den Kläranlagen, wenn ich weitere Stufen installiere und belaste dann die Luft oder das Klima. Es wurde vorhin angesprochen, bezogen auf die Kooperation mit BSR. Wir haben hier in Berlin ein sogenanntes Innovationsnetzwerk. Alle Infrastrukturunternehmen arbeiten im Infralab Berlin zusammen. Und da ist es tatsächlich so, dass die BSR, also die Müllentsorgung und wir als Wasserbetriebe zusammen versuchen, Kippen, ja, das Wegwerfen von Kippen auf dem Gehweg zu vermeiden. Weil die Kehrmaschinen kriegen das nicht aufgehoben. Jeder Mensch hat die Kippe in der Hand. Ja, warum muss die nachher auf dem Boden liegen? Und wir machen das nicht wegen Mikroplastik im Filter oder so, sondern weil tatsächlich aus den Kippen auch wieder Spurenstoffe in diesen Wasserkreislauf gehen. Also das heißt, wir müssen an allen Stellen uns immer vernetzen mit den anderen Disziplinen, um kleine Schritte zu machen und da nicht frustriert zu sein, sondern zu sagen, nee, lohnt sich. Also ich finde die Zusammenarbeit absolut lohnend, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie viele Leute jetzt schon 130 Euro bezahlen mussten. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, etwas zu tun. Also keine Filter. Das sieht privat aus, weil die Klimabelastung, glaube ich, des Filtersystems größer ist, als was man sie ja nutzen tut. Ja, absolut. Wir haben noch eine interessante Frage von Gabi. Sie sagt, ich bin Ortschefsrätin. Wir haben in der nächsten Sitzung eine Vorlage, dass wir einem neuen Kunstrasenplatz als Pausenplatz in unserer Schule zustimmen sollen. Eigentlich sträuben sich mir da die Nackenhaare. Ich höre immer, dass die alternativlos sind, weil die Alternativen, also Betonboden, für die Schülerinnen unverträglicher wären. Ist so ein Kunstrasenplatz wirklich alternativlos oder wissen Sie eine andere Möglichkeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Da weiß ich leider auch keine Alternative zu Kunstrasenplatz. Es wird sich wahrscheinlich ebenso wie Reifenabrieb oder alle möglichen Polymer- oder plastikbasierten Böden verhalten. Es gibt immer eine Art Shedding, also eine Art Abrieb von Plastikpartikeln, sowohl bei Kunstrasen als auch bei diesen Kunststoffmatten oder sowas. Allerdings, da müsste man tatsächlich einfach mal sich mit den Menschen, die sich da auf diesen Bereich fokussiert haben, in Verbindung setzen, weil ich denke, die Innovation auch auf der Ebene ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Ob es da Alternativen gibt, wie beispielsweise Sisal oder anderes, kann ich leider nicht sagen, oder pflanzliche Alternativen für solche Rasen, weil die müssen ja auf jeden Fall beständig sein und auch Witterungseinflüssen gerecht sein. Das heißt also, ob es da gewisse Fasern gibt aus natürlichen Ursprungen, die da schon produziert werden und da vielleicht als Alternative dienen können, weiß ich nicht. Aber ist sicherlich interessant, mal zu googeln und nachzurecherchieren. Ja. Kurzer Kommentar, ich spiele Hockey und wir haben früher auf Rasenplätzen gespielt. Und das ist nicht so einfach und angenehm. Aber jetzt nochmal hier auf das Thema Ökobilanz. Ja, wenn ich etwas so lange benutze und unser Kunstrasenplatz auf dem Hockeyplatz, der ist auf mindestens 15, 20 Jahre angelegt. Das heißt, wenn hier eine sorgfältige Produktion stattfindet im Werk, weil sehr häufig tritt aus diesen Industriebetrieben dann mehr Mikroplastik raus als im ganzen Lebenszyklus des Rasens auf in der Funktion. Also ich kann hier nur raten, bevor man ein Urteil fällt, immer den gesamten Lebenszyklus des Produktes zu gucken. Und wenn ich mir Spielzeug anschaffe, was ich 3 Wochen nutze und die Herstellung und den ganzen Prozess anschaue und das hoch multipliziere und skaliere und dann vergleiche mit einem Sportplatz, welche Mengen an Leuten das nutzen und der Austrag an Mikroplastik da auch mit ansetze, dann ist das meiner Meinung nach vertretbar. Und ich bin auch wieder ganz schnell bei der Nachhaltigkeit. Es ist tatsächlich wahrscheinlich in Bezug auf unser Schutz der Knochen, Knie und sonst was tatsächlich die richtige Entscheidung, auf den Kunstrasen zu setzen. Also jetzt, wenn ich das mal so als halb persönliche Meinung hier in den Ring schmeißen darf. Ja. Also ich glaube, die Antwort ist ein bisschen riskant, also bei uns hier im Rahmen, eine qualifizierte Antwort zu geben. Also das ist so mein Bauchgefühl. Also die Kunstrasen ist ja auf jeden Fall für die Gabi Streober-Gudel. Ökobilanz ist super wichtig. Was Ruta gesagt hat, ist auch sehr richtig. Es gibt ja, das war ja besonders im letzten Dreivierteljahr ein großes Thema, auch im Zusammenhang mit der REACH-Verordnung auf der europäischen Ebene etc. Das kam ja auf. Und wenn man das googelt, also ich bin auf Kork gekommen. Also ich kann mir vorstellen, da gibt es aber schon noch wahrscheinlich irgendwie Experten, die sich noch besser auskennen als wir jetzt gerade in dieser Runde. Das ist so mein Bauchgefühl. Ich würde dazu auch gerne noch was sagen. Also grundsätzlich wäre ich erstmal vorsichtig, wenn uns jemand etwas als alternativlos verkaufen möchte. Zu diesen Kunstrasenplätzen. Ich möchte es gerne ein bisschen weiterfassen. Wegkommen von diesen Kunstrasenplätzen. Weil das die Dame oder der Herr, war eine Dame, die das gefragt hat, was sie genau richtig macht, ist sich schlau machen. Ne? Also nicht aus dem Bauch heraus entscheiden, sondern wir haben es momentan mit einem Haufen Problemen zu tun. Plastik oder Kunststoff ist nicht das einzige Problem. Ne? Und deswegen eben, wie Regina gesagt hat, die Ökobilanz, das muss man sich angucken. Ne? Und dann muss man sich überlegen, was ist vertretbar, ohne irgendeine Auswirkung können wir gar nichts machen. Wir haben immer irgendeine Auswirkung. Ne? Auch krass, Rasenplätze müssen gewässert werden, damit sie in einem guten Zustand sind. Das ist aber okay. Aber wie gesagt, man muss die gesamte Ökobilanz sich angucken und gegeneinander abwägen und letztlich gucken, was ist wahrscheinlich die nachhaltigste
die nachhaltigste Alternativen. Aber in den meisten Fällen, auch wenn es immer als alternativlos dargestellt wird, gibt es irgendwelche Alternativen. Ja, ganz richtig, ganz richtig. Wenn man sich ein bisschen schlau macht und nicht alles so hinnimmt, wie es gesagt wird. Genau, das ist auch eines der Hauptargumente für die, soll ich sagen, Kritiker der Mikroplastikrestriktion für den Einsatz von Mikroplastik in Kosmetika, dass es eben keine alternativen Inhaltsstoffe gibt, die die Funktion dieser Inhaltsstoffe ersetzen können. Und aber da auch mit Hinblick auf, was braucht denn ein Lippenstift? Natürlich gibt es ein bestimmtes Ideal, an das wir uns gewöhnt haben, auch als Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir möchten gerne eine ganz ebenmäßige Haut haben. Ein bestimmter Puder muss so funktionieren, dass es eben so aussieht, als hätte ich nichts drauf und die Falte ist verdeckt. Und da spielen eben diese kleinen Partikel eine ganz große Rolle und müssen eben und bewirken eben, dass das Produkt ganz langanhaltend ist und ganz leicht zu verteilen. Und wir haben diese Ansprüche als Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir müssen da auch schauen, ob wir und wie inwiefern wir da zum Beispiel in der Lage sind, auch unsere Bedürfnisse anzupassen und da eben als Konsequenz für dieses Redesign. Das heißt, wenn wir anfangen, nach Alternativen zu suchen und die Innovationen voranschreiten, kann es eben sein, dass sich Produkte auch in ihrer Anwendung teilweise etwas ändern. Aber ich vertraue da eigentlich ganz auf die Innovationskraft der Firmen, die die Möglichkeiten und auch die Kreativität und die Potenziale haben, diese Inhaltsstoffe und diese Alternativen zu gelösten Polymeren und Mikroplastik in unseren Produkten zu finden und diese auch so zu designen, dass sie eben immer noch genau richtig sind für die Verbraucherinnen und Verbraucher und das den Benefit bringen, den man sich wünscht. Aber der Fokus muss dann erstmal verschoben werden, der Bedarf muss erstmal generiert werden und dann erst wird die Innovation eben auch in die Richtung gelenkt. Ne? Also dadurch muss einfach mal das Bedürfnis auch von uns in unserem Verhalten gespiegelt werden, sodass die Hersteller die Investitionen machen, um zu sagen, das, was jetzt Status quo ist, ist eben nicht mehr akzeptabel, aber wir können das auch anders. Ne? Die Alternativen sind da. Ja, vielen Dank für die Antwort. Kommen wir nochmal zum Thema Ozean auch, weil da kamen auch einige Fragen. Eine Frage von Rüdiger oder ein Kommentar und eine Frage. Weniger Plastik zu produzieren ist natürlich richtig, aber es ist ja nun mal in der Umwelt und man muss es so entfernen, so gut es geht. Wie erfolgreich ist denn eigentlich das Ocean Cleanup? Soll ja gut funktionieren nach ersten Rückschlägen. Das verhindert ja auch Mikroplastikentstehung. Sind da viele Schiffe anvisiert, die den Müll gleichzeitig auflesen? Und wie steht ihr dazu? Ja. Okay, über das Funktionieren und Nicht-Funktionieren von Ocean Cleanup haben wir im Moment noch keine belastbaren Informationen. Da muss man fairerweise auch mal sagen, die testen dann Prototypen, gebt denen ein bisschen Zeit und dann werden wir sehen, wie effizient das ist. Grundsätzlich haben wir in der Wissenschaft eine sehr verbreitete Einstellung, dass man von Maßnahmen zum Entfernen von Müll aus dem Ozean, dass man da lieber die Finger kommen lassen sollte. Das ist natürlich hart zu sagen, lass den Müll da drin. Aber tatsächlich, wie jedes Problem, wird sich auch dieses Problem irgendwann nach sehr, 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 sehr langer Zeit von alleine lösen, wenn wir nicht immer mehr Müll oben drauf kippen. Das Problem, das wir haben mit den Säuberungen der Ozeane, ist, dass angesichts der Größe der Ozeane und angesichts der Mengen an Müll, die dort drin sind, Plastikmüll, muss man da sehr, sehr unselektiv vorgehen, um die wirklich in einem substanziellen Ausmaß rauszuholen aus dem Ozean. Und wenn man unselektiv rangeht, dann holt man unweigerlich auch das Material aus dem Ozean aus, das dort eingehört, nämlich eben Biologie, Biomasse, Organismen und so weiter und so weiter. Sodass eigentlich erwartet wird, dass man damit mehr Schaden anrichtet als Nutzen langfristig. Und was eben auch noch hinzukommt, das ist eben, und das ist nicht nur auf dem Ozean, das ist auch am Land, das ist diese psychologische Wirkung. Wenn wir ein Mittel gefunden haben, den Kram wieder rauszuholen, dann braucht man uns ja keine Gedanken mehr über Müllvermeidung zu machen. Und das ist eben sehr, sehr gefährlich. Ja, wir haben noch eine Frage für dich, Lars. Sie haben erwähnt, dass Sie als Biologe eher der Bote der schlechten Neuigkeiten sind und nicht unbedingt Lösungsansätze haben. Von Ihnen wurde unter anderem auch
Philosophen als Lösungsentwickler genannt. Wie kommen Sie genau auf diese Geisteswissenschaften? Gibt es schon Kooperationen mit Philosophen? Ich komme auf die, weil, das haben wir auch schon mehrfach angesprochen jetzt, es erfordert einfach ein Umdenken. Ich glaube, wir brauchen andere Prioritäten auch, andere Definitionen von Qualität. Und das muss man den Menschen auch irgendwie verkaufen. Ob es jetzt die Philosophen sind oder ob es Wirtschaftsgelehrte sind oder ob es Soziologen sind, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich denke, wir müssen diesen Kreislauf, in dem wir uns im Moment befinden, durchbrechen. Dass dieses immer mehr, immer schneller, immer kurzlebiger, dieses Turnover unterbinden. Tatsächlich habe ich eine Kooperation mit einem Philosophen in diesem Zusammenhang. Und zwar ist das ein Projekt mit der Filmuniversität in Babelsberg, wo es um Artistic Research geht. Also tatsächlich die Bearbeitung so eines Umweltthemas mit künstlerischen Mitteln. Und da ist eben auch ein Philosoph eingebunden. Und die Diskussionen machen extrem Spaß. Auch wenn ich nicht alles verstehe, was er sagt. Sehr schön. Und es gibt auch einige interdisziplinäre Forschungsgruppen, die da auf jeden Fall versuchen, viele verschiedene Perspektiven zu vereinen. Jetzt gerade 2019, März, hat das erste Plastic Health Summit stattgefunden, wo viele verschiedene Forschergruppen sich in Amsterdam versammelt haben, um die Konsequenzen von Mikroplastik auf die Gesundheit zu diskutieren und aber auch die Relevanz für, also sozioökonomische Relevanz, politische Relevanz. Da gab es 23 verschiedene Speaker, die da zu verschiedenen Themen und auch aus verschiedenen Bereichen dazu Stellung genommen haben. Also da gibt es sicherlich auch Perspektiven aus der philosophischen Sicht, was macht das mit uns und unserem Umgang miteinander und unserem Konsum, die da von der Seite aus wirklich interessante Blickpunkte ergeben, auch wie möchten wir konsumieren und miteinander zusammenleben. Oder wenn wir mit Müll umgehen und sagen, aber wir in Deutschland haben das doch schon alles gut geklärt für uns, was passiert mit dem Rest der Welt? Ne? Also wie geht man damit um, dass das Waste Management in anderen Ländern zu beurteilen, wenn allerdings noch europäische Länder zum Beispiel Müll exportieren in solche Länder und dann dahingehend auch akzeptieren, dass das Waste Management nicht mit dem europäischen Müll umgehen kann. Also das Problem ist nicht aus den Augen, aus dem Sinn, sondern das bringt auch quasi eine globale Sicht und auch unser Verständnis von einer Welt ein bisschen vielleicht, bringt es quasi auf die Agenda. Wir haben auch eine Frage von Carla, die ich auch super interessant finde, zwischen dem Zusammenhang Mikroplastik und dem aktuellen Thema Corona. Es gibt ja inzwischen bereits Studien, die Zusammenhänge sehen zwischen erhöhter Luftverschmutzung, Feinstaub und Übertragung von Corona, unter anderem in Norditalien. Gibt es einen Zusammenhang mit Mikroplastik? Vielleicht kann ich da ganz kurz was zu sagen. Wir sind in einem EU-Projekt zusammen mit Mailand, Sofia, Paris und Berlin, Kopenhagen. Und in dem Zusammenhang werden wir natürlich auch in den jeweiligen Städten den Verlauf der Corona-Epidemie untersuchen und anschauen und das mit gewissen anderen Faktoren in den Städten korrelieren wollen. Wer aber da jetzt schon solche Dinge reinwirft und das weiß, das ist meiner Meinung nach wirklich zu kurz gesprungen. Es wird auf jeden Fall irgendwelche Muster geben und im Rahmen der sehr guten Datenauswertung vielleicht für die Wissenschaftler auch einige Hypothesen ergeben. Da sind wir auch sehr neugierig drauf. Wir sind auch direkt von der EU angesprochen worden, dass wir dieses Thema mit beleuchten. Aber es kann jetzt noch keiner etwas dazu sagen, ja? Und man sieht ja, wenn diese Auswertungen zu schnell passieren, ohne dass die Wissenschaftler miteinander in Dialog kommen, dann machen es auch ganz viele falsche Dinge den Umlauf. Also deshalb gibt uns da einfach Zeit, um Korrelation hinzubekommen. Wie gesagt, wenn wir ganz schnell korrelieren, kann man auch sagen, Blonde sind alle katholisch oder in was weiß ich was. Also Dinge, die nicht zusammengehören. Es ist auf jeden Fall spannend zu überprüfen. Aber auch diese ersten Veröffentlichungen, dass da in Bergamon eben das Fußballspiel der entscheidende Faktor war, das muss im Nachhinein alles ganz gewissenhaft erarbeitet werden. Und da möchte ich wirklich bitten, uns Forschern Zeit zu lassen. Wir haben da sehr viel Spaß dran, Daten auszuwerten. Aber was wir nicht gut können, ist schnell sein, oder? Ja, ja. Ja, absolut.
Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit. Ich würde sagen, wir machen noch so 1-2 Fragen. Eine Frage war noch von Celine. Wie gefährlich ist Mikroplastik in Lebensmitteln? Wie stark ist es dort momentan vertreten? Zum Beispiel, wenn Mikroplastik aus der Luft durch Regen auf die Gemüsefelder gespült wird. Auf welche Alternativen kann man hier zurückgreifen? Also da würde ich auch sagen, es gibt unterschiedliche Dokumentationen und Publikationen dazu. Sehr kürzlich gab es ein Paper mit dem Titel Human Consumption of Microplastics, das quasi den Konsum von Mikroplastik einer Person über Lebensmittel oder über unterschiedliche Wege beschrieben hat. Da ging es zum Beispiel vor allem im Fokus USA. Allerdings ist eben diese Frage wirklich nicht leicht zu beantworten. Der Eintrag von Mikroplastik in Lebensmitteln wird ja nicht absichtlich hinzugefügt, so wie es bei Kosmetika der Fall ist, sondern landet zum Beispiel über den Konsum von Fisch, der dann im Meer mit Mikroplastik in Kontakt gekommen ist oder diesen eben aufgenommen hat auf unseren Tellern. Und der Eintrag von Mikroplastik über Regenwasser in die Felder oder in Gemüse ist auch nicht hundertprozentig nachgewiesen. Es ist möglich, da es eben Mikroplastik vor allem in Nanoform, also darüber hat jetzt Lars vorhin kurz gesprochen, Mikroplastik hat ja eine bestimmte partikuläre Größe. Wenn die aber also eine Größe zum Beispiel Nano unterschreitet, also in noch kleinerer Partikelgröße vorhanden ist, hat sie die Möglichkeit, Gewebe zu durchtreten, also durch Zellmembranen zu treten und eben auch in Gemüsen eben auch einzugehen. Aber darüber gibt es so gut wie kein Verständnis. Das liegt zum einen daran, dass eventuell wenig solcher Messungen überhaupt durchgeführt wurden. Es gibt wenig Forschergruppen, die sich damit beschäftigen. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass die Messmethoden, um Nanopartikel überhaupt zu detektieren, um diese Nanopartikel überhaupt zu messen und deren Akkumulation in Geweben oder in Organen oder in Gemüsen oder Lebensmitteln überhaupt nachzuweisen, existieren auch nicht. Also wenn man nicht weiß, wie man es messen soll, kann man es eben auch nicht nachweisen. Das ist das kann jetzt irgendwie erstmal auch ein Hindernis sein, das Problem zu beschreiben. Wenn wir es nicht beschreiben können, können wir auch nicht etwas dagegen tun. Ich sehe da auf jeden Fall ein Problem, darin ja bestimmte Handlungsvorgaben oder Vorschläge zu machen. Denn schließlich könnte einer der Handlungen sein, eben keinen Fisch mehr zu essen, da er kontaminiert sein könnte mit Mikroplastik. Allerdings ist da auch die Aktion und Wirkung eben fraglich. Also daher, also diese Frage ist nicht ausschließlich beantwortbar. Es ist einfach möglich, dass Mikroplastik in Lebensmitteln drin ist. Und wenn es eine gewisse Größe unterschreitet, ist es auch möglich, dass es eben über die Lebensmittel nicht nur einfach wieder ausgeschieden wird, was bei größeren Partikeln der Fall ist, sondern bei kleineren Partikeln auch, dass es in die Gewebe über die Darmhaut eindringen kann mit ungewissen Folgen. Und da muss einfach mehr Forschung betrieben werden. Und bis dahin können wir eben weder über die Auswirkungen noch über die eine Handlungsempfehlung geben. Das ist so meine vielleicht unbefriedigende Antwort darauf. Vielen Dank, Rota. Ja, wir sind jetzt schon so ein bisschen vorangeschritten und es ist jetzt schon fast, wir kommen schon fast zum Ende unserer Diskussion, was ein bisschen schade ist, weil wir haben natürlich viel mehr Fragen, als wir eigentlich beantworten können. Das ist ja oft so. Aber ja, also an unsere Diskussionsteilnehmer ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr dabei seid, wart und wirklich sehr, sehr, sehr reichhaltiges Thema. Und ich freue mich, es würde mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann wieder daran anknüpfen könnten. Und vielen Dank an Jacqueline und Fiona auch Q&A. Ja, jetzt habe ich noch 1-2 Hinweise, bevor ich dann den Diskussionsteilnehmern nochmal irgendwie einmal kurz das Mikro überreichen würde, vielleicht für ein letztes Wort. Was würdet ihr den Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben als Tipp? Euer Lieblingstipp an alle, Empfehlung,
nur in ein, zwei Sätzen. Das wäre so ein kleiner Wunsch von mir. Kurz vorher, in eigener Sache ganz kurz, unsere Petition, was Mikroplastik in Kosmetik angeht, ist nach wie vor offen. Und ich stelle mal kurz den Link bei uns in den Chat, denn das wurde vorhin auch kurz erwähnt. Ich hoffe, den können jetzt alle sehen. Und dann auch nochmal kurz in eigener Sache, wir sind ja eine NGO, ein gemeinnütziger Verein. Und wir leben von Spenden. Das ist ein Thema, das ich nicht so super gerne anspreche, aber ich dachte, jetzt habe ich mal ganz kurz die Chance mit einem kleinen Publikum und würde euch mal kurz den Link auch in den Chat stellen. Wir freuen uns natürlich sehr über ein, zwei Euro für die Organisationen, die Kosten, die anfallen für das, was wir tun als NGO. Wenn ihr eine Spende habt, würde uns das auch sehr freuen. Genau. Und noch ein letztes Wort. Wir haben einen Zero Waste Workshop, weil Zero Waste vorhin auch Oracles aufgekommen ist, und ein DIY Cosmetics Workshop. Also morgen könnt ihr Kosmetik selber machen, wenn ihr möchtet, und auch mit dabei sein, morgen um 14 Uhr. Auch virtuell, es wird lustig. Es steht auch auf Facebook, die ganzen Inhaltsstoffe. Und wir haben einen Zero Waste Workshop zum Beispiel auch am 30. April. Also noch mal ein kleiner Programmhinweis. Das seht ihr auch alles auf unserer Webseite. Genau, das sind jetzt meine letzten Worte sozusagen, mehr oder weniger, aber ich würde jetzt ja einmal gerne nochmal das Mikro überreichen an die drei Diskussionsteilnehmer, wenn ihr noch eine Minute habt. Was ist euer Wunsch, was würdet ihr gerne den Zuhörern mitgeben? Ja, ich kann ja mal anfangen. Also wir bei CodeCheck haben uns ja zum Fokus gemacht, einfach Konsum transparenter zu gestalten, also für Menschen, die eben bewusster leben möchten, einfach ein Tool in die Hand zu geben, was ihnen die Möglichkeit gibt, hinter die Inhaltsstoffe der Produkte zu sehen. Daher also Menschen, die Mikroplastik in ihren Produkten nicht einfach aufgrund des Namens auf der Verpackung selbst identifizieren können, können eben diese App nutzen, um da sich ja quasi die Inhaltsstoffe übersetzen zu lassen. Und auf Angaben der Hersteller oder an Anträge, also an Kontakte an die Hersteller, ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Das heißt also einfach, wenn ich ein Lieblingsprodukt habe, mache ich das zum Beispiel auch gerne, dass ich die Hersteller frage, was denn da gerade an Innovation passiert, was sie denn da für eine Stellungnahme haben zu diesem Inhaltsstoff, sodass da auch vielleicht ein bisschen Aktivität erzeugt wird, das Interesse einfach weiterzutragen. Denn wenn wir unseren Verbrauch nicht ändern, wird sich eben auch die Produktion dahingehend auch nicht ändern. Das heißt also, da muss auf jeden Fall das uns Gehör verschafft werden als Verbraucherinnen und Verbraucher. Mein Wunsch oder meine Botschaft ist, Kopf einschalten und wirklich überlegen, was brauche ich wirklich, und mir nicht von anderen Leuten sagen lassen, was ich unbedingt angeblich brauche. Eine Sache würde ich gerne noch sagen. Also ich muss sagen, mich bewegt es, dass wir dieses Material dort draußen überall finden, sowohl in großer Form als auch in kleiner Form. Und ob sich jetzt irgendwann herausstellt, dass Mikroplastik schädlich für uns ist oder nicht, das ist natürlich eine extrem wichtige Frage. Aber was es für mich eigentlich ist, das ist für mich ein Spiegel unseres Verhältnisses zur Natur, zum Ozean. Und ich glaube, das ist etwas, was wir überdenken müssen, in vielerlei Hinsicht. Ja, mein Statement, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich finde es spannend, dass sich so viele Leute hier interessieren und wirklich tolle Kommentare, auch Hinweise für unsere Arbeit geben. Wir forschen ja nicht für uns, sondern wirklich eben für die Bürger. Und ich würde wirklich sagen, kleine Schritte. Und dazu zähle ich immer meine Botschaft, trinkt Leitungswasser und nicht Plastikflaschenwasser. Da tut er für die Umwelt was, da tut er für euch selbst was. Und man macht sich eben die Umweltgüter sehr gut bewusst. Also diese Wertschätzung, das Wasser diesen guten Zustand hat und auch behalten soll. Und dann eben auch Druck auf die Politik auswirken. Ja, also einfach das Konsumverhalten jetzt nach Corona nicht gleich wieder einschalten, sondern bewusster mit umgehen. Und Dinge nicht einfach, die man nur kurzzeitig verwendet, nutzen. Weil, wie gesagt, das Abfallverhalten von uns muss sich ändern. Und da teile ich auch die Ansicht, dass wir das Problem sind. Ja, wir zu viel produzieren und nutzen.
Also diese zwei Dinge würde ich gerne mit an die Zuschauer geben, um einfach auch selbst was zu beizutragen und nicht nur frustriert zu sein. Aber ja, war eine spannende Diskussion. Ich habe selbst auch viel gelernt. Danke. Ja, ebenso. Super. Ganz, ganz lieben Dank für eure Beiträge, eure Zeit und die super Kommentare zum Schluss auch noch. Also das geht ja auch absolut einher mit unserem Eventprogramm. Und genau das werden wir auch aufgreifen, Thema Corona. Ja, jetzt gerade, wo wir stehen, wie können wir das Ganze, wie können wir die Gesellschaft eventuell doch anders gestalten, jetzt wo wir so ein bisschen in uns gehen. Ja? Also vielen Dank für diesen Abschlusskommentar und ganz lieben Dank auch an Jacqueline und Fiona für die Koordination mit den Q&A-Fragen und Kommentaren und ganz lieben Dank an die Zuschauer dafür, dass ihr geduldig wart mit den Fragen und Antworten und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es war informativ und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.